Can you hear the message? Trying to stay clean, but this should be getting messy. If you're looking for me, I'll be right where you left me. Yeah, put that on my city, then I'm about to bring it back, bitch. I promise. Du hast dein Abi nicht bestanden und fragst dich jetzt, was nun? Dann kommt dieses Video genau richtig für dich. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mir ist Leo, dein Abiturcoach. Und neben all den Feierlichkeiten und den vielen Erfolgen ist es natürlich auch für ein paar von euch passiert, dass sie ihr Abitur nicht bestehen konnten. Und auch euch möchte ich ein Video widmen, weil ich weiß, dass so ein Moment unfassbar hart ist. Ich habe es selbst bei mir in der Stufe bei vielen, vielen mitbekommen. Und ich kann mir nur vorstellen, wie schmerzlich dieser Moment auch sein muss und auch wie problematisch vielleicht auch die Tage und Wochen danach sind. Und mir ist ja zum Glück selbst nicht passiert, aber trotzdem glaube ich, kann ich mich sehr, sehr gut da reinversetzen und will euch einfach nochmal mit auf den Weg geben, was ich persönlich in eurer Situation machen würde und wie du vielleicht auch schnellstmöglichst das Ganze vergessen kannst und auch wieder für die Zukunft die richtigen Entscheidungen treffen wirst. Also im allerersten Moment ist es natürlich mal das Wichtigste, dass du diesen Druck los wirst, dieses schlechte Gefühl, nicht die ganze Zeit dran denken zu müssen, ah, oh, warum war das so? Und dass einen das einfach nicht mehr so krass beschäftigt. Ich denke, das ist im ersten Moment mal das Wichtigste. Und um das zu schaffen, muss man im allerersten Moment es wirklich einfach erstmal annehmen und akzeptieren. Das ist vielleicht nicht schön, aber es hilft nichts. Es bringt nichts, das Ganze zu verdrängen. Man muss es wirklich erstmal annehmen. Vielleicht heult man den Tag. Vielleicht geht es einem richtig scheiße. Vielleicht geht man damit auch viel besser um. Aber auf jeden Fall im ersten Moment mal das Ganze annehmen. Das ist so, so entscheidend. Wenn du das gemacht hast, dann geht es darum, neue Möglichkeiten zu finden. Und dieser Schritt ist total wichtig. Und beide Schritte sind total wichtig. Es geht weder darum, zu sagen, ach, aber nicht bestanden, nicht so schlimm, ich suche gleich was Neues, weil da die Gefahr sehr hoch, dass du es verdrängst und es dann einfach noch viel tiefer, langfristiger in dir arbeitet, was überhaupt keinen Sinn ergeben würde. Und genauso geht es aber nicht darum, dann, wenn man das Ganze annimmt und akzeptiert, dann auch die ganze Zeit immer zu sagen, ja, ich habe das ganz gut akzeptiert, komme mir ja ganz klar, ja, ich habe mein Abitur nicht bestanden. Und dann immer in dieser Opferrolle zu bleiben, das bringt auch nichts. Deswegen ist es die Kombination aus beiden Dingen, erst die Sache annehmen und dann eben nach neuen Möglichkeiten suchen. Und bei den Möglichkeiten gibt es ja jetzt in meinen Augen im Prinzip so zwei häufigste Optionen. Die eine Option ist, ich mache das Abitur nochmal, ich probiere es eben im neuen Jahr auf ein neues Mal. Oder man macht ein FSJ, man macht eine Ausbildung oder macht irgendwie ohne Abitur weiter. Und da ist dann natürlich, denke ich mal, die Frage, was soll ich jetzt machen? Und das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, weil es ja doch wirklich, ja, nochmal ein ganzes Jahr oder fast ein ganzes Jahr nochmal an Schule auf sich nehmen oder in der Zukunft starten, aber vielleicht ohne Abitur, was kann das langfristig für Konsequenzen haben, ist natürlich super schwierig abzuwägen. Und ich persönlich bin der Meinung, die meisten von euch, die das Abitur nicht bestanden haben, sind ja trotzdem noch super jung. Die meisten wahrscheinlich 18, manche vielleicht 17, manche vielleicht 19. Und in dem Alter würde ich eigentlich auf jeden Fall dazu raten, das Abitur nochmal zu machen, weil man hat genug Zeit für alles. Ich glaube, man muss sich da nicht so krass reinstressen, auch den Druck der Gesellschaft nicht so an dem Sinne von, man muss bis da und da schon studiert haben oder das und das geschafft haben, ist in meinen Augen Schwachsinn. Deswegen habt Geduld mit eurem Leben. Und deswegen würde ich euch tendenziell auf jeden Fall zum Abitur raten. Und natürlich auch, weil wir dann im nächsten Jahr wieder gemeinsam durchstarten können. Aber im Prinzip würde ich das Abitur dann machen, wenn du die zwei folgenden Fragen mit Ja beantworten kannst. Und zwar die erste entscheidende Frage ist, glaubst du, dass du mit mehr Fleiß dein Abitur bestehen würdest? Das ist die erste Frage. Weil alle anderen Dinge außer dein Fleiß kannst du nur sehr begrenzt beeinflussen. Klar, du kannst auch bessere Lerntechniken verwenden. Das zähle ich jetzt aber trotzdem mal ein bisschen Fleiß, weil man sich ja trotzdem auch dann sagen muss, okay, ich lerne das jetzt so. Deswegen, wenn du das mit Ja beantworten kannst, das ist schon mal sehr gut, weil alle anderen Punkte, einfache Prüfungen, Fächerwahl wird wahrscheinlich, kannst du wahrscheinlich auch nicht mehr umwählen, dass du auf einmal weniger Prüfungsangst hast oder so, das ist alles fraglich. Aber wenn du wirklich, aber dein Fleiß, den kannst du wirklich beeinflussen. Wenn du sagst, okay, ich werde nächstes Jahr einfach mehr Gas geben und wenn ich das mache, dann kann's auch, bin ich mir auch sicher, dass ich das Abitur bestehe. Dann, erste Frage schon mal check. Und dann aber auch die zweite Frage. Und das ist
mega, mega wichtig, die da auch wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein, wenn man die im Anschluss dann beantwortet. Und zwar glaube ich mir selbst, dass ich im nächsten Jahr mehr Fleiß zeigen werde. Weil was bringt es dir, wenn du durch mehr Fleiß dein Abitur garantiert bestehen könntest, vielleicht sogar ziemlich gut machen könntest, aber du dir eigentlich selbst nicht wirklich abkaufst, dass du es machen würdest und dich mehr reinstressen würdest. Wenn du aber sagst, nee, ich will mein Abitur unbedingt, ich habe es einfach vielleicht jetzt beim ersten Anlauf ein bisschen ja, zu entspannt angegangen, aber jetzt habe ich gemerkt, ey, eigentlich ist es voll scheiße, wenn man das nicht gescheit macht. Ich will es eigentlich echt durchziehen. Und du damit dann beide Fragen mit Ja beantwortest, dann würde ich es auf jeden Fall nochmal machen. Das eine Jahr ist in meinen Augen drauf geschissen. Hol es locker. Wir denken immer in so eine Konkurrenz. Du spielst das Leben ja nur für dich. Du stehst ja nicht in Konkurrenz zu irgendjemandem. Deswegen wird dir nichts groß schaden, wenn du da das Abi nochmal machst. Und deswegen auch für die Leute, die sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich mich mehr anstrengen würde, gebt euch mal die Chance dazu. Würde ich trotzdem sagen, gebt euch die Chance dazu. Ich will euch mit meinen Videos pushen, wir können es in der Community krasser pushen und ich glaube, dass man da in einem Jahr nochmal, vor allem wenn man es schon mal nicht geschafft hat, nochmal wirklich größer wachsen kann und dann, okay, hey, dieses Jahr zieh es wirklich durch. Wenn du eine oder sogar beide Fragen mit Nein beantworten würdest, würde ich dir zu einer Alternative raten, was auch, gibt es bestimmt 100.000 Möglichkeiten, man kann bestimmt auch ohne Abitur viel in seinem Leben erreichen und mein erfülltes Leben führen, deswegen würde ich dann auch, egal, das ist jetzt das Wichtige zum Abschluss, egal wie du dich entscheidest, schau nicht zurück und frag dich die ganze Zeit, oh, was wäre wenn gewesen, weil du wirst die Alternative niemals wissen, du weißt nicht, wenn du das Abitur nicht gemacht hast, wie es gewesen wäre, wenn du es gemacht hast und du weißt auch nicht, wie, wenn du dich gegen das Abitur entschieden hattest, wie es wäre, wenn du das Abitur gemacht hättest und deswegen wähl nach diesen Kriterien oder vielleicht auch nach deinem eigenen Körpergefühl deine Entscheidung und dann geh 100% mit dieser Option, weil Christian Bischoff hat es mal schön gesagt, wir treffen keine richtigen Entscheidungen, sondern wir treffen Entscheidungen und können sie dann richtig machen. Und das ist in meinen Augen in diesem Fall sehr, 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 sehr wahr. Und mit diesem Zitat möchte ich euch im Prinzip, möchte dieses Video eigentlich auch beenden. Deswegen, ja, schreibt gerne vielleicht auch in die Kommentare, wie es euch gerade dabei geht, was eure Überlegungen sind, weil in so einer Situation ist natürlich Community auch mega wertvoll, wenn man sich da gegenseitig ein bisschen unterstützen kann. Und ich danke euch dafür auf jeden Fall. Ansonsten glaube ich wie immer an euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Nobody gonna work harder than me, especially if it's my dream. I can't let none of these looks in vain. No, most of these blessings I can't even see. Praying that I get to breathe, yeah.